Was wir Kiffis nicht mögen, sind Bettenburgen, Geisterstädte im Winter, wo die Bürgersteige hochgeklappt werden, oder Städte, wo man gar nicht mehr weiß, in Andalusien, ist man jetzt in Italien, Hongkong Hauptbahnhof oder sonst wo. Was wir also suchen, sind Städte, die ja dann auch noch zusätzlich einen spanischen Flair haben. Und die gibt es an der andalusischen Küste bzw. der Küstenregion. Drei Beispiele stellen wir euch vor, wo wir mehr oder weniger auch regelmäßig sind. Das ist Kiffis Leben im Wohnmobil mit der Heike und dem Thomas. Die ganze Gegend, wo diese drei Städte liegen, ziemlich konzentriert, das ist das sogenannte Sherry-Dreieck, weil da der Sherry herkommt. Es wird auch Wein angebaut. Es gibt eine wunderschöne Küste, die auch noch nicht so überlaufen ist, die Costa Balena. Aber vorstellen möchten wir euch eben drei Städte, die dieses Dreieck bilden. Und die erste ist San Luca de Barrameda. Ja, das ist eine wunderschöne Stadt mit ganz viel Leben. Die Läden sind auch im Winter geöffnet, also die Spanier kommen dort auch im Winter hin. Mhm. Es liegt auch direkt am Meer und ist natürlich auch eine der Hauptstädte für den Sherry. Mhm. Kleine Gässchen gibt es doch, wo das spanische Leben tobt. Einen wunderschönen Zentralplatz mit einem großen Brunnen. Und es gibt natürlich auch deutsche Touristen da. Aber da hat sich das spanische Leben gehalten und auch durchgesetzt. Zu allen Jahreszeiten kann man da hinfahren. Im Frühjahr gibt es diese bekannte Osterprozession, die absolut sehenswert ist. Es gibt Weingüter, wo man sehr schön Wein kaufen kann. Und die Stimmung ist fast schon losgelöst, spanisch, locker. Die zweite Stadt an der Küste ist Chipiona. Und zwischen Chipiona und San Luca de Barrameda gibt es mehrere Campingplätze. Da hat man eine gute Auswahl, die preislich auch noch in Ordnung sind. Und wir bevorzugen einen Campingplatz, der nennt sich Parking San Luca. Chipiona ist der größere Ort von beiden. Es gibt auch noch eine ziemlich große Marina. Auch da gibt es immer wieder Bodegas, wo die Spanier sich treffen und palavern und ihren Rotwein oder beziehungsweise ihren Sherry trinken, den man in den Bodegas sowohl in Chipiona als auch in San Luca günstig kaufen kann. Man kann also beide Städte gebrauchen. Wir fahren abwechselnd auch einmal dahin und einmal dahin und es ist einfach noch wirklich das spanische Leben. Und wenn man ein bisschen, und dann haben wir das Dreieck ja zusammen, das Sherry-Dreieck, wenn man dann etwas weiter ins Landesinnere fährt, das sind so, denke ich, so 20 Kilometer, kommt man nach Jerez de la Frontera. Toll. Ich erinnere mich da an den Fischmarkt, den es gegeben hat und an die schöne Architektur der Gebäude dort. Das ist die größte der drei Städte. Ja, das ist die größte der drei Städte und auch ein paar nette Kirchen, die man sich angucken kann. Es lohnt sich absolut. Ja, ihr merkt das, ne? Cadiz kennt jeder oder Malaga, aber das sind eben Städtchen, die immer noch davon leben, dass sie nicht so bekannt sind. Und ich weiß, der ein oder andere schreibt dann wieder und jetzt fallen da die Touristenmassen ein, weil ihr darüber berichtet habt. Also das ist zu viel der Ehre. Wir haben 14.000 Follower und wir sind nicht diejenigen, die dafür diesen Ansturm dann sorgen werden. Deshalb auch in Zukunft gibt es immer wieder schöne Lokalitäten, die unserem Geschmack entsprechen, nach traditionellem, nach ursprünglichen, nach landesspezifischen Dingen. Und das sind eben diese drei Städtchen auf jeden Fall. Das war Kiffis Leben im Wohnmobil. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht lasst ihr ein Abo da. Wir sagen tschüss. Tschüssi.